Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in einer weiteren LS22 Mod-Vorstellung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ihr habt schon gesehen, es geht um einen Schwader. Und ich, das ist mal was für die Oldtimer-Liebhaber, die mit kleinerem Gerät unterwegs sein wollen und eine coole Idee umgesetzt haben wollen. Überraschend. Also dieser Schwader ist schon sehr früh im LS22 da und ein wenig überraschend, was so die Texturen angeht. Ich muss zugeben, das ist erstmal eine saubere, schöne Arbeit. Wie gesagt, ist ein bisschen überraschend. Ich bin mal gespannt, diese Plane hier, das ist halt, ihr seht es, ne, dass der Schutz, diese Schutzschürze ist... beziehungsweise das ist diese Ablageschürze, ne? Die ist natürlich jetzt noch sehr steif, die wird auch wahrscheinlich so bleiben. Es gibt ja im LS22 mittlerweile die Möglichkeit, die wehen zu lassen, obwohl ich weiß nicht, ob das bei dieser Schürze auch der Fall ist. Bei den Mehlwerken ist das so, bei dieser hier nicht. Aber das soll nicht darüber wegtäuschen, dass das wirklich ein sauberes und ordentliches Gerät ist derzeit. Und ich habe da entsprechend ein Feld für euch vorbereitet, damit ihr auch seht, wie das Gerät sich im Einsatz befindet. Und das finde ich allein das hier, ne? Das ist schon einfach eine coole Idee. Da muss der Landwirt halt wirklich die Dinger einzeln daran stecken und anschrauben, um eben in den Arbeitsmodus zu gehen, ne? Schön gemacht. Auch, man sagen, die Animation ist okay, was die Zeit angeht. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Und da seht ihr auch schon, dass gerade hat er angesetzt zu diesem neuen Partikelsystem. Jetzt hat es aber weggeworfen. Also da gibt es scheinbar noch ein kleines Problem mit dem Partikelsystem. Ich weiß nicht, ob er das irgendwo hier tut, aber nein, es wird da nicht. Also es wurde am Anfang ja einmal gezeigt, habt ihr gesehen. Ne? Wir machen nochmal eben aus. Na, jetzt macht das nicht mehr. Aber ihr habt es gesehen, das wurde am Anfang eben einmal gezeigt. Vielleicht ist da auch irgendwas nachgeladen worden. Was auch immer. Aber ihr seht, er schwadet, ne, das eben, was er tun soll. Und wenn ihr eben einen schönen kleinen Schwader, einen alten Schwader nochmal haben wollt und auf Krone-Geräte steht, ich glaube, dann ist das keine schlechte Wahl. Und da der zu einer Seite ablegt, wir setzen den mal eben ab hier. Ich hebe den mal eben an. Übrigens, der kleine Zetor kann das und ja, man würde den wahrscheinlich nicht so wenden, man würde den wahrscheinlich nicht anheben, sondern entsprechend ausmachen. Ne, der ist ja gezogen. Er hat ja eigene Räder, ihr könnt ihn also ziehen. So würde der kleine Oldtimer-Traktor den auch nehmen. Anheben mit der Dreipunktaufnahme würde man den wahrscheinlich nicht können. Aber dafür, wie gesagt, kann man den ja auch ziehen. Daher passt das schon. Ja, und ihr seht, durch diese Ablage kann man eben in Summe fast 8 Meter zusammenlegen auf eine Schwad. Das ist ja durchaus schon eine schöne Menge, mit der ihr da arbeiten könnt. Wenn ihr dann nachher mit Presse oder Ladewagen darüber fahren wollt. Wir können mal einmal in die Innenansicht gehen. Auch das, wie gesagt, eine schöne Nummer. Und dann gucken wir uns mal hier raus die Animation an, wie der zusammenfaltet. Auch, wie gesagt, cool gemacht. Also ich würde, wie gesagt, so, ne, zieht den hinterher. Ihr könnt ihn natürlich, wie gesagt, auch anheben. Aber für den kleinen Zetor nicht so wirklich sinnvoll. Lasst ihn als gezogenen Schwader und dann seht ihr auch hier mit den Gelenken, funktioniert wirklich sehr gut. Ich finde, ein sehr, sehr schöner Mod für die Oldtimer, die ja jetzt hier im LS22 zum Start auch dabei sind. Bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Ne? Also so ein Schwader könnte der ziehen. Von daher, schöne Kombination. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Mod-Vorstellung gefallen. Achso, Moment. Wolltest du im Shop noch einmal sehen, ne? Moment. Machen wir. Also, er ordnet sich so ein bisschen ein zwischen dem Pöttinger Top 342 und dem Kuhn 4731. Was die Arbeitsbreite angeht, 3,4 zu 4,7 Metern. Und ihr seht es hier hinten, das ist der Swadron. Wir haben den in 4 Meter mit 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Und hier, die haben 15. Das heißt, ihr habt sogar noch ein klein bisschen Zugewinn, was die Geschwindigkeit angeht. Und ich weiß gar nicht, die Großen können auch alle nur 15. Oh, guck mal, da kann der sogar, ne? Ja, Technik, die begeistert, meine Lieben. Jetzt soll es aber das wirklich gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, lasst mir einen schönen Kommentar da.
und natürlich auch dem Modder. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung zum Download. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Schwaden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.